Das Handy ist ja viel weniger ein Telefongerät als ein Fenster zu einer digitalen Wissenswelt, die dahinter liegt. Und jetzt kommt so eine kognitionspsychologische Sicht rein, die davon ausgeht, dass unser Wissenssystem ja sehr begrenzt ist. Wir können immer nur eine ganz bestimmte Menge an Informationen pro Zeiteinheit aufnehmen, verarbeiten, integrieren. Und das war vor einigen hundert Jahren schon so und das ist auch in einigen hundert Jahren, wenn man nach vorne guckt, nicht so viel anders, weil diese Einschränkungen sind relativ fest vorgegeben. Wenn man das einsieht, da müsste man eigentlich sich die Frage stellen, kann man nicht darüber nachdenken, dass es Wissen im Kopf gibt und Wissen in digitalen Ressourcen und dass die Arbeitsteilung, die daraus resultiert, neu gedacht werden muss. Wenn man diese Arbeitsteilung, wie ich sie gerade genannt habe, neu denkt, dann heißt das eigentlich, dass im Zusammenspiel mit den Eigenschaften des Wissenssystems und den digitalen Potenzialen eigentlich Lehre ganz anders gedacht werden muss. Nicht mehr wie eine Postkutsche mit Motor, sondern wie ein Szenario, in dem die Lehre von vornherein darauf Rücksicht nimmt, dass ich Wissen in den Kopf bringe, durch Vorlesungen, Seminare, und dass ich dabei unterstelle, dass gleichzeitig Wissen auch genutzt wird, was in digitalen Ressourcen aufbereitet ist und dieses Zusammenspiel gleich schon bei den Lehrprozessen eine Rolle spielt. Der zweite Aspekt ist, dass diese digitalen Ressourcen, wenn sie für den Zweck bereitgestellt werden sollen, auch entsprechend anders aufbereitet sein sollen. Das sind dann nicht die MOOCs, die außerhalb und zusätzlich zum Studium existieren, das sind nicht aufgezeichnete Lehrveranstaltungen, sondern das sind für diese Interaktivität entsprechend aufbereitete digitale Ressourcen. Und das ist dann etwas, was im Zusammenspiel gelehrt und genutzt werden muss. Und das hätte auch den Vorteil, dass, wenn ich die Hochschule verlasse zum Beispiel, hätte ich früher vielleicht mein Buch mitgenommen. Aber das hätte ich nicht lange gehalten, weil das veraltet und das ist dann nicht mehr interessant. Wenn ich es aber als digitale Ressource während des Studiums genutzt habe, dann wird diese digitale Ressource ja ständig wieder aktualisiert und verbessert. Und sie kann auch eine digitale Ressource im Berufsleben bleiben. Sie kann sogar im Berufsleben, dadurch, dass ich in der Praxis bin und das Ganze ein interaktives Geschäft ist, wo ich auch was reingeben kann, dadurch reicher werden, dass ich Praxiserfahrungen reinbringe und der Student, der sie gleichzeitig liest, während ich schon im Beruf bin, davon profitiert, dass digitale Ressourcen auch getränkt sind von Praxiserfahrungen. Jetzt gibt es natürlich trotzdem Experten, von denen man ja annehmen könnte, sie können mehr oder sie haben mehr Wissen verfügbar, haben die wahrscheinlich auch, aber bei denen findet eine bestimmte Verdichtung statt. Man hat ja Expertiseforschung gemacht. Man weiß, dass auch ein, weiß ich nicht, ganz toller Schachspieler, der Weltmeister ist, kein besseres Arbeitsgedächtnis hat. Man weiß nur, dass der verdichtete Muster hat, die für das, was er macht, passende Angebote hat, die er nur anpasst oder prüft und darauf reagiert. So, wenn man diese Wissensforschung, Expertiseforschung nimmt, da bin ich fast überfragt, und ich glaube, die Wissenschaft ist überfragt im Augenblick, was das heißt, wenn diese digitalen Ressourcen mehr eine Rolle spielen, nicht nur beim Lernen, sondern auch im Arbeitsbereich oder in Entscheidungssituationen der Medizin, Ingenieurwissenschaft oder Ähnliches. Ich glaube, an der Stelle müsste man nochmal gucken, wie, wenn man diese Arbeitsteilung zwischen Wissen im Kopf und Wissen in digitalen Ressourcen lebt, wie die optimiert werden kann. Der Durchbruch, der ist noch nicht gegeben. Ich kenne das auch von der Sichtweise, wie sie in der HRK ist. Man ist sehr vorsichtig mit solchen Ansätzen. Man hat andere Probleme, die man für wichtiger hält. Und im Wettkampf mit anderen Problemen, Anforderungen, hat das noch nicht diese Dominanz bekommen, die es verdient hätte, um wirklich eine grundsätzliche neue Aufbereitung zu erfahren. Ob es in der Zukunft ganz neue Ideen gibt, also an der Stelle zu spekulieren, das halte ich für richtig schwierig. Also ich habe 1999 in der Gruppe der Bertelsmann Stiftung gesessen, die Alma Mater 2005 vorhersagen sollte. Und da wir das schon hinter uns haben, kann man beurteilen, wie schwer das ist. Und ein ganz großer Teil dieser sozialen Netzwerke, Facebook und alles,
oder Twitter, das ist ja alles in diesem Jahrtausend entstanden und nicht vorhergesagt worden. Und von daher bin ich sehr vorsichtig und würde sagen, die jetzt sichtbaren Möglichkeiten weiterdenken, das wäre schon eine tolle Herausforderung, das umzusetzen.